Irgend so ein Face-Skin wieder. Toll. Zergen? Chris? Das ist ja wirklich, ich kümmere. Hast du mich gerade gekillt? 15 Millionen Spieler, Jungs, und wir finden uns in der Lobby um 23 Uhr am Dienstagabend, Jungs. Junge, Chris, hast du gerade dreckig, du kleiner Hund, Alter? Ja. Einfach, es gibt kein Skill-Based Matchmaking, es ist einfach ein Zufall. Einfach Zufall, sagen, dass wir in derselben Lobby sind. Ich wollte gerade schon sagen, was das für ein Hurensohn mit dem Skin. Junge, ich wollte gerade sagen, was das für ein Hurensohn mit Optik-Skin hier auf dem Dach, Digga, ist einfach du, Digga. Ehrlich, ich laber ganz gechillt gerade mit dem Chat und dann sehe ich nur jemanden, wie der Kaiser heißt und mich tötet und ich dachte mir, nein, das kann jetzt nicht sein, das kannst du dir einfach nicht ausdenken, Jungs. Das kann man sich nicht ausdenken. Leute, bitte auch bei mir klippen, Alter. Das wäre echt wichtig, Jungs. Kuss. Ich bin einfach. Guck mal ihn an, guck mal ihn an. Guckt euch ihn an. Er tötet mich einfach fast. Einmal Nasenblut. Michelangelo auch wieder voll der schlechte Spieler. Carsten, hast du das gerade mitbekommen? Ah! Bruder, ich bin nochmal muted. Nice Soundsystem da, by the way. Hab ihn gut gehört, den anderen, den letzten. Der einfach von mir oben auf dem Dach Fullsprint, dem er runterspringt. Kuss. Ob wir da mit Särgen und Trios stehen? Was ist das für eine Muchwaffe? Digga, Bruder, sei nicht so frech. Aber ein bisschen lustig ist es schon, Homer. Wir laufen denn bei Monte die Runden? Die besser, inshallah. Inshallah. Da kann man ja nicht mal rein. Monte ist so salty. Ich weiß, ich bin ehrlich, ich glaube, ich bin noch salziger als Monte, oder? Na also gut, mir merkt man das nicht so an, aber glaubt mir, ich bin innerlich noch mehr am Brodeln, ne? Digga. Aber wisst ihr, Jungs, viele von euch, oder was heißt viele, will euch das jetzt nicht unterstellen, aber einige da draußen denken ja, wenn ich so Sachen flame wie, ja, Skill-Based Matchmaking und was auch immer, oder mich generell über Sachen in-game aufrege, über COD, denken die, ich hate das Game. Nee, Jungs, ich reg mich über diese Sachen auf, weil ich COD liebe. Und ich spiele es ja wirklich gerne. COD, ich spiele mein ganzes Leben schon COD. Und ich weiß, wie gut das Spiel sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Und die Leute, die dann reinschreiben, oh, du bist ja nur am Jammern. Ja, aber ich will ja, dass es gut wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich flame ja nicht nur, um zu flame. Ich ziehe mir ja nichts aus der Nase. Ja, und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, Jungs. Ich liebe halt einfach COD, ne? Schon, ja, seitdem ich irgendwie 13 bin, glaube ich, habe ich mit COD angefangen. Absolute Geeksau. Der ist doch ganz oben drauf. Muss leider ein bisschen vom Auto weg, sonst lädt er nicht nach den Aal. Mit Black Ops 4 angefangen. Ah ja, Hardy. Der war nicht schlecht. Nee, aber ich spiele tatsächlich schon seit COD 4. Bin noch ein bisschen älter als jetzt. Als jetzt 15, ne? Der hatte sogar schon... Digga, er hatte Firehorse, PKM, Machine Gun. Sollen wir die mal spielen, Jungs? Loadout drop headed your way. Gas is closing. In jeder Gunfight muss ich hier um meine Mutters Ehre spielen. Ist der jetzt hier oder was? What? Bruder, Sponge mehr noch, Digga. Jesus Christ. Kein Mensch will das, braucht es. Und wo denn? Und wo? Welche Besserung würde ich mir wünschen? Also erstmal das Soundsystem besser machen.
Dann noch halt so ein paar Feinjustierungen mit den Rüstungen, ne? Dass ich finde, man sollte mehr Platten tragen können und das sollte eventuell ein bisschen schneller gehen, je nachdem. Ja, über die Server will ich mich jetzt gar nicht beschweren und halt Skill-Based Matchmaking raus. Ich weiß halt auch jetzt nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich hole mir jetzt ein Auto und fahre einfach damit rum. Keine Ahnung. Ich will wahrscheinlich gleich Trios mit Särgen, AK neu, sie kennt den, denke ich auch. Dann schauen wir mal, was da geht. Wie lief's danach noch? Er musste weg? Okay, easy. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nur Schmutzrunden, Jungs, da können wir mitreden. Da kann ich mitreden. Ich habe auch nur Schmutzrunden. Ach, das ist eine ekelhafte Endzone. Die werden hier alle abcampen. Guck mal, wie dumm das ist. Oh! Ich wollte ihn eigentlich finishen, Jungs, aber irgendwie war das Game überfordert mit den Platten und mit der Gasmaske und mit Hasse nicht gesehen. Ist er über mir oder was? Noch 6 Gegner, Jungs, come on. UAV entering the AO. Gas is closing. Get to the new safe zone. Less than 5 to go. Bring home the win. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. We got this. Ah! Jungs, 101! GG's! Das war der Monte-Effekt, glaube ich. Wir hatten jetzt in 3 Stunden keinen Win und da haben wir direkt den Win geholt, Jungs. GG. Das war dieses andere Dings. Diese andere gute Runde war das, Jungs. GG. Die hat doch mal geschmeckt, Jungs. Das war eine ordentliche Runde.